Gaza wartet auf den Beginn des Waffenstillstands und die humanitäre Hilfe fließt weiterhin in den Gazastreifen. Wir 48 Tage sind seit dem Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen vergangen. Gaza wird seither ununterbrochen bombardiert, was zum Tod von etwa 15.000 Menschen geführt hat. Und die Welt steht vor harten und tragischen Szenen, die schwer zu vergessen werden. Endlich konnte der Gazastreifen nun wieder zu Atem kommen, nachdem sich Israel und den palästinensischen Fraktionen auf einen Waffenstillstand und eine vorübergehende Feuerpause infolge von intensiven ägyptischen und katarischen Bemühungen in der letzten Zeit geeignet hatten. Das Abkommen ermöglicht die tägliche Einfahrt von Hunderten von humanitären Hilfslieferungen in alle Gebiete des Gazastreifens. Und dieses Mal umfasst die Hilfe auch die Lieferung von Treibstoff, der den Betrieb von Krankenhäusern, Bäckereien und Wasserpumpen ermöglicht, um eine Eskalation der humanitären Katastrophe im Gazastreifen zu verhindern. Das Abkommen zwischen den beiden Seiten beinhaltet auch die Freilassung von 50 Häftlingen im Gazastreifen und 115 palästinensischen Gefangenen in den Besatzungsgefängnissen, allesamt Frauen und Kinder. Der Waffenstillstand, der eine viertägige Feuerpause im Gazastreifen vorsieht, löste eine breite Welle positiver internationaler Reaktionen aus, die vor allem die Rolle Ägyptens und Katar sowie die Verstärkung der humanitären Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens hervorhebt. Trotz der Vereinbarung über alle Einzelheiten der Militäroperationen im Gazastreifen erklären israelische und palästinensische Beamte, dass sich das Inkrafttreten der Waffenruhe um einige Stunden verzögern könnte und sich auf die Namen einiger Gefangener und die Vorgehensweise für ihre Freilassung zu einigen.